Als ich erfahren habe, dass ich die 1 Millionste Patientin in Europa bin, war ich sprachlos, aber habe mich auch wirklich riesig gefreut und ja, bin total, immer noch total sprachlos. Ich war nicht überrascht, dass jetzt 1 Million Invisalign-Patienten in Europa behandelt wurden. Ich bin eher überrascht, dass es so wenige sind. Also ich wollte meine Zähne begradigen lassen, weil ich finde, dass Zähne einen Menschen schön machen. Und deshalb sehe ich immer als erstes meine Zähne im Spiegel oder auf einem Bild. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen. Also für eine traditionelle Zahnspange habe ich mich nicht entschieden, weil ich in meinem Beruf viel mit Menschen zu tun habe und ich nicht möchte, dass jemand meine Zahnspange sieht. Also die Invisalign-Schienen beeinträchtigen meinen Alltag überhaupt nicht. Sie laufen einfach nebenbei her. Die transparenten Schienen sind für mich sehr einfach zu tragen, da ich sie im Alltag eigentlich nicht merke. Die Mundhygiene hat sich eigentlich gar nicht verändert, da ich normal wie nach jedem Essen auch die Zähne putze. Das Gute an dieser modernen Technologie ist, dass man abdruckfrei arbeiten kann. Man kann einen digitalen Scan machen und die Schienen werden hergestellt. Und das ist sowohl für den Patienten als auch für den Behandler eine sehr bequeme Sache. Also meine Familie und meine Freunde freuen sich, dass ich den Schritt gemacht habe, dass ich jetzt meine Zähne mit den Invisalign-Schienen begradigen lasse, weil ich dadurch einfach auch wieder selbstbewusster auftrete. Und sie sehen einfach, dass man sie nicht sieht und das finden sie einfach super. Ich bin mit dem Behandlungsverlauf von Julia sehr zufrieden. Es wird ein wirklich schönes Lächeln. Ich würde die Invisalign-Behandlung jedem weiterempfehlen, weil man einfach seine Zähne begradigen lassen kann, ohne dass es jemand sieht. Was ich Patienten sagen würde, die eine kieferorthopädische Behandlung in Betracht ziehen, just do it!